habe ich einen Ohrwurm, Alter. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Loredana. Das ist nicht gut. Wenn man schon sagt, ich habe einen Ohrwurm von Loredana, komme ich mir schon ein bisschen behindert vor, leider. Gut. Was machen wir als nächstes? Wir hatten Loredana, dann machen wir jetzt. Machen wir Meister als nächstes. Machen wir Meister vorne. Ich hab da Bock. Andromeda. Produziert bei Josie. Josie Beats. Text Meister, Mixing Master, okay. Bla 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 bla. Video steht. Video von Meister und Kai Lagerfeld, okay. Wir hören rein. Wir hören rein. So. Dreizehnte dritte, war noch nicht. Okay. Killer. Oh. Digga, jetzt schon Summer Vibes, ey. Der Beat gefällt mir schon Killer. Sehr gut. Was ist das für ein Instrument? Oh. Es ist eine Triangel, ich hör's. Einstieg schon sehr gut. Okay, wir haben uns auch lange nichts mehr von Mindset gegeben, glaube ich. Ist schon eine Weile her, dass wir reingehört haben bei ihm. So viele Krisen in meinem Kopf, Therapie. Der Boden färbt sich rot nach Hämoglobin. Meine Stimme ist ein Triebwerk und braucht Kerosin. Ich bin Interstellar, so weit in... Okay. Meine Stimme ist ein Triebwerk und braucht Kerosin. Ich bin Interstellar, so weit entfernt von der Masse. Suchen anderen Galaxien nach einem Stern. Sie tötet mein Herz. Oh, die Musikalität, die meistens reinbringt, fühle ich sehr. So weit entfernt von der Masse. Suchen anderen Galaxien nach einem Stern. Sie tötet mein Herz. Töteten den Kern, meinen Wert. Aber nahmen mir damit doch meinen Schmerz. Sieg wie Sagittarius, doch kann... Auch diese... Ich weiß nicht, wie sie das immer machen. Diese Effekte, das macht, glaube ich, Kai Lagerfeld immer. Das sieht extrem geil aus, Mann. Dieser pinke, lilane Himmel, Bruder. Die Zeit ist zurückdrehen in meinem Radio. Stoppen sie schleichen in meinem Bett. Die mein Brot wollen, aber wir teilen nicht ein Deck. Diese Bars brechen, blendern die Knochen, ich bleib stehen. Oh. Boah, ich liebe die Energie von Meisel, Mann. Boah, heilige Scheiße. Jetzt kommt eine EP raus, ne? Andromeda-EP, okay. Link werde ich in die Beschreibung packen. Brot wollen, aber wir teilen nicht ein Deck. Geldbruchmaschinen, um mir zu holen. Am zweiten Set Promi-Rapperin auf Hyaluron. Doch glaub mir, Karma ist ne einfache Rechnung. Und du bezahlst das dreifache Crack-Hole. Damn. Karma ist ne einfache Rechnung und du bezahlst das dreifache Crack-Hole. Okay, Rechnung auf Crack-Hole. Fühl dich nicht so, aber von Aussage her ist gut. Und du bezahlst das dreifache Crack-Hole. Jede Nacht erträume ich von dir. Das fühle ich. Einstieg ist sehr gut. Kacke doch, ich glaub, dass ihr euch selbst überschätzt. Kollege sagt, mieser Part, bra, macht ne Platte. Aber ich stell jeden Shisha-Bar-Star in den Schatten. Real Talk, Mann. Real Talk, Alter. Ist halt wirklich so, gefühlt jeder zweite Lelek macht irgendwie Musik. Was ja auch cool ist, wenn ihr das machen wollt, go for it. Aber zeigt es, bevor ihr irgendwas released, zeigt es euren Freunden. Und, oder ein paar anderen Leuten und guckt, ob man das releasen kann oder nicht. Über Track, alle Kacke, doch ich glaub, dass ihr euch selbst überschätzt. Kollege sagt, mieser Part, bra, macht ne Platte. Aber ich stell jeden Shisha-Bar-Star in den Schatten. Jeder Song ist ein Roleplay, Bruder, it's so fake. Oh, jeder Song ist ein Roleplay, auch stark. Aber ich stell jeden Shisha-Bar-Star in den Schatten. Jeder Song ist ein Roleplay, Bruder, it's so fake. Und ich habe Head full of Dreams, nenn mich Coldplay. Yeah, noch immer 073 mit der Makaron. Bruder, hier riecht es nach Dreck, nicht nach Bordasson. Ich bin schon so weit gegangen, nur um zu sehen. Jeder Freund entpuppt sich als ne Schlange auf meinem Weg. Sie wollen real sein, aber verbandet, ihr seid fake. An mich könnt ihr euch nun nicht mehr klammern, ich bin selber. Ist okay. Oh, dieser Real Talk von Meiser liebe ich einfach. Deswegen, Therapie-EP, auch so krass von ihm, habe ich tot gehört. So eine gute EP von Emmy. Therapie-EP kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen für alle, die so auf Real Talk nachdenkliche Songs mit Musikalität stehen. Kann ich sehr, sehr empfehlen, Alter. Boah. Hey, ihr wollt Katze und Maus spielen. Ich regulier dein Kiefer mit nem Fausthieb. Ich bin so weit, dass die Welt meinen Sound liebt. Doch ich muss weg Richtung Alpha Centauri. Boah, Alpha Centauri, so ein gutes Wort. Das ist einfach ein Wort, was mich, ich bin ganz ehrlich, was mich ein bisschen
erotisiert und auch ein bisschen geil macht, Leute. Ich bin so weit, dass du einmal hören, ich muss es hören. Doch ich muss weg Richtung Alpha Centauri. Erotisches Wort, Alter. Das ist der Top 5 meiner Wörter. Das ist stark, Alter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, das ist actually nicht schlecht gewesen. In wie vielen Tagen? In 4 Tagen kommt die EP raus. Welcher Tag ist da? Freitag? Welcher Tag ist heute? Heute ist... Montag? Heute ist Montag, glaube ich. Okay. Dann kommt der Track, kommt das Album. In 4 Tagen raus. Okay. Das war nicht schlecht. Ich werd mal gucken, vielleicht kommt noch eine Single raus zum Album-Release. Ich denke schon, da werden wir uns die auch noch geben. Aber Andromeda war nicht schlecht. Hat mir sehr gefallen. Hat mir auf jeden Fall so ein bisschen auch Therapie-Vibes wiedergegeben. Und Therapie war, wie gesagt, echt eine krasse EP. Falls ihr die nicht gehört habt, hört euch Therapie-EP von Miserbahn, ja. Ansonsten, gut, Freunde, würde ich sagen, ist die EP zum Vorbestellen in der Beschreibung verlinkt und... dann sehen und hören wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie ihr vergesst, unseren Kanal abzuchecken und bei diesem wunderbaren Video auch einen Daumen nach oben da zu lassen. Folgt auf Twitch, damit ihr keine Livestreams mehr verpasst. Und dann sehen wir uns. Bleibt fresh, so wie immer.